Wie ihr wisst, ziehe ich ja so pro Sendung 2 bis 3 Cuba Libres weg. Das Personal vom Cocoon ist jetzt mittlerweile genervt, hat die Schnauze voll. Deshalb muss ich es jetzt selbst lernen. Kann gut sein, dass ich mir in den folgenden Sendungen die Cuba Libres selbst machen muss. Hier ist Wolf. Wolf, unser Fachmann vom Cocoon. Und der bringt mir jetzt bei, wie ich mir selbst ein Cuba Libre mache. Oder? Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Sag mal, ist ja ein schweres Getränk. Äußerst schwer, ja. Ich lass mich kurz nachdenken. Wir fangen mit dem Glas an am besten. Geil. Das findest du da drüben? Okay. Kristallglas. Bleikristall. So, jetzt wird's fruchtig. 2 Stöcke Limette. 2, genau. Musst du die Johannes abnupfen? Oh, Entschuldigung, ich habe Johannes auf die Füße getreten, 2 Limetten. Genau, ein bisschen rein da. Reindrücken, genau. Ausquetschen. Reinschmeißen. Hopp. Heiß. Ja. In wie Würfelform. Okay. Wir schicken eine Kelle. Das, was reingeht. So? Genau. Der rum. Ja. Nehmen wir den. Okay, wir machen keine Schleichwerbung. Wir sagen nicht, welcher das ist. Ich habe immer gelernt. 21, 22, 23. Das sind 4. Das habe ich schon mal gehört. 21, 22, 23. Das sind jetzt ein paar mehr. Okay, alles klar. Wo muss der hin? Da, genau. Und dann eine Cola, die ist auch bei Johannes. Auch bei Johannes. Johannes, Achtung. Wir sagen nicht, welche Cola. Es ist eine Cola. Wobei, wenn wir endlich Sponsoren haben, können wir auch die Cola benennen. Oh, das ist der falsche. Der falsche. Okay. Man kann so viel verkehrt machen bei so einem einfachen Getränk. Lass mich raten, ich muss das jetzt genau hier reingeben. Genau, man addiere. Wolf, du bist so ein guter Lehrer. Die Cola passt gar nicht ganz rein, weil so viel Rum drin ist. Doch, pass auf. 1, 2, 3. Geil. Aber schön durchsichtig. Jetzt brauche ich nur noch einen Strohhalm. Deine sind auch schön. So, ich kann selbst Cuba Libre machen. In der nächsten Sendung brauche ich keinen Barmenschen mehr. Und wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an, ne? Alles klar, das mache ich. Vielen Super. Dank. Ne? Wolf, kommst du noch mal vorbei?